mein Gott, Freunde. Oh. Okay, man merkt einfach noch, es ist früher Morgen, Freunde, aber herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hatte halt irgendwie mega Bock, den Vlog, ja, wirklich halt mal morgens zu starten. So, wenn ich gerade erst aufgestanden bin. Was ich auch vor 5 Minuten gerade erst bin. Und wir gehen direkt mal ins Bad. Okay, Freunde, im Bad angekommen. Meine Haare sind komplett am Arsch. Okay, erstmal Käppi aufziehen, Freunde. So, dann haben wir das schon mal gerettet. Jetzt kommt natürlich erstmal Zähne putzen. Also erstmal hier kein Sponsoring an die Zahnpasta, bevor hier gleich irgendeiner irgendwas Falsches denkt. So, Freunde, kleiner Geheimtipp von mir. Erstmal noch einparfümieren. Ja, ich bin auch jemand, der leider Deo über die Kleidung macht, aber ich mache es auch unter die Kleidung. Keine Angst, Freunde. Nein. Und bisschen Parfüm. So, Haare sind nicht gemacht. Ja, Cappy am Start, egal. Ich gehe wahrscheinlich eh später mal noch duschen, Freunde. Ich bin echt gerade erst aufgestanden. Ich hasse es. Ich fokussiere mich morgens auf alles, wirklich auf alles, außer auf Toilette gehen. Weil jetzt merke ich gerade, ich muss auf Klo und wäre ich jetzt schon aus dem Haus, dann, ja, keine Ahnung, müsste ich jetzt irgendwo hinpissen, also. So, Freunde, jetzt auf Toilette gewesen, Moment. Ich nehme mal gerade den Gorilla-Pott wieder. Ja, hier gerade mal das nice Licht vom Spiegelschrank aus, Mann. Ich muss hier irgendwie auch mal also so Toilette mega aufräumen. Ich hätte eigentlich auch mal voll Bock, hier das Klo zu renovieren, weil... Oh, schwer zu sagen, Freunde. Wen haben wir denn da? Namia? Alles fresh? Ja, ne? So, Freunde, was passiert in diesem Vlog? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ab heute Silvester-Feuerwerks-Gedöns-Pyro-Kacke gekauft werden darf. Gibt es dafür eigentlich einen richtigen Begriff? Also, man sagt ja weder Feuerwerk, weil es gibt ja auch noch mehr als Feuerwerk. Und man sagt ja, nee, sag mal, keine Ahnung, Pyrotechnik-Sachen sagen wir jetzt einfach mal. Freunde, voll vergessen vorzustellen, wir haben eine neue Katze, beziehungsweise meine Großeltern. Das hier ist die Mia. Sag hallo, Mia. Okay, es juckt dich anscheinend gerade nicht, ob ich ein Video drehe oder nicht. Nee, auf jeden Fall habe ich mit ihr jetzt in der nächsten Woche auch vielleicht das ein oder andere Video noch vor. Ich weiß noch nicht, ob es hinhaut, aber vielleicht klappt's. Also seid gespannt, Freunde. Ich weiß gar nicht, also unter einem Jahr alt ist sie schon. Wir haben sie erst neulich bekommen, weil sie dieses Jahr erst geboren wurde, ne? Oh, so verschmust, so eine Joke, ne? Ja, hm? Du bist mein größtes Fangirl, stimmt ja. So, Freunde, aber jetzt erstmal genug mit der Katze geschmust. Jetzt geht's erstmal los hier mit Arbeiten, denn ich muss noch das Video von gestern schneiden. Und, Freunde, freut euch schon mal, ich will aber die Vorfreude, wollte ich eigentlich ziemlich klein halten. Aber es wird vielleicht im neuen Jahr ein Track rausgehauen. Ob es jetzt eine Parodie, ein Cover oder ein eigener Song sogar wäre, gebe ich jetzt erstmal noch nicht preis, Freunde. Ich gebe euch dann noch früh genug Bescheid. Ja, wäre es vielleicht nicht ganz verkehrt, jetzt wirklich mit der Arbeit zu beginnen. Ich muss auch gleich noch frühstücken und voll viel zu tun, Freunde. Ich würde sagen, ich melde mich später nochmal. Freunde, ich habe jetzt inzwischen, also ich frühstücke im Moment nicht, ich trinke eher morgens einen Kaffee und esse dann irgendwie erst mittags was. Ja, habe ich jetzt getan auf jeden Fall und wir fahren jetzt irgendwo hin, keine Ahnung wohin, ich denke mal ein bisschen einkaufen oder so. Ich nehme euch mit und wir müssen jetzt auch direkt los. Jo, Freunde, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Ihr habt gerade noch Szenen gesehen, wie ich in Rossmann reinmarschiert bin. Das Ding ist, wenn ich jetzt schlau wäre, würde ich jetzt zeigen, wie ich in den nächsten Laden gehe und würde das hier jetzt gerade erst in ein paar Stunden aufnehmen. Aber weil ich wirklich kein Vlogger bin, der alles faked, sondern wirklich richtig macht, nehme ich das jetzt auf, denn wir sind gerade wieder vor 2 Stunden zurückgekommen. Ich habe jetzt gerade noch das Video von gestern hier geschnitten, Alter. Es muss heute noch online kommen, sonst komme ich bis Ende des Jahres. Also in 3 Tagen ist das ja rum. Ne, in 4.
komme ich sonst mit den ganzen Videos, die ich jetzt vorproduziert habe, nicht mehr hinterher. Darum muss heute Morgen und übermorgen und überübermorgen, also am Montag bis Silvester, jetzt jeden Tag ein Video online kommen. Ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt nochmal einkaufen. Wer hätte es auch gedacht? Wir müssen nämlich noch Silvesterzeug kaufen. Das Ding ist, heute ist der erste Verkaufstag von Feuerwerk und so. Und ja, das Ding ist, ich krieg theoretisch am Montag Lohn und hätte dann mega Bock, mir von meinem Lohn einfach so richtig viel zu holen. Das Ding ist einfach nur, dann wird das meiste schon ausverkauft sein. Darum fahren wir jetzt nochmal los und holen Feuerwerkssachen. Ja. Jo, Freunde, ihr habt jetzt leider keine Szenen mehr gesehen, wie wir einkaufen waren. Das Problem ist, ich habe einfach die Kamera im Auto vergessen. Kann auch mal passieren. Ja, wie ihr seht, es wird gleich dunkel und wir haben hier gerade irgendwie nicht die beste Wetterlage. Zieht euch das rein. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber man sieht die Bäume dort kaum. Und wenn ich mich jetzt mal hier so umgucke, Digga, was ist das für ein Wetter? Richtig grau, richtig düster. Und obwohl wir Winter haben, ist es alles außer Schnee. Es ist Regen, es ist Nebel, es ist keine Ahnung. Wir haben Minus gerade. Wir haben minus 1 Grad, ja, Freunde, und ich fahre 2 Rad. Also erstmal mit 25 km/h arschlangsam. Okay, berghoch sogar noch langsamer. Teilweise muss ich fast schieben. Und zweitens, bergab oder an sich zu fahren, ist arschgefährlich, wenn es irgendwo glatt ist. Und drittens, ich habe auch im Moment noch ein kaputtes Bein. Das ist natürlich dann nicht so cool. Aber, Freunde, no risk, no fun. Ich dachte, wir fahren nochmal eine kleine Runde. Denn ich muss ja hier den Motor auch mal anschmeißen, das Ding mal bewegen, ne? Ja, Freunde, das hier ist auf jeden Fall meine Hercules Prima GT. Ich glaube, meine Haare sind gerade hart am Arsch. Das hier ist meine Hercules Prima GT und ihr werdet die Tage sogar nochmal ein neues Video über sie sehen. Denn das Ding ist einfach, ich habe ja letztens schon mal so eine Art Vorstellungsvideo gemacht. Und das hat einfach, ich glaube, das hat jetzt schon weit über 5000 Klicks. Etliche 100 Kommentare, weil ihr einfach mir so fucking viele Fragen zu dem Ding gestellt habt. Das ist so krass, wie viele Leute sich eigentlich für Mofas noch interessieren. Also ja, ich verlinke euch das Video mal, das könnt ihr euch da oben reinziehen, falls ihr Bock habt. Ja, und die Tage werde ich einfach mal so zeigen, was ich so für Wartungsarbeiten dran vornehme. Also mir ist jetzt, glaube ich, allein dieses Jahr schon 3-mal die Kupplung gerissen und 1-mal der Gaszug. Und hat hier so eine Stange, die löst den Rücktritt aus, weil die Hinterradbremse ist wie bei einem Kinderfahrrad, wird halt per Rücktritt ausgelöst. Und diese Stange war zum Beispiel dieses Jahr auch schon kaputt. Also ich muss sagen, so Mofas, da kann man wunderbar dran schrauben, weil man hat nicht wie bei jedem anderen Roller so 100 Plastikteile. Man kann auch ganz easy da halt am Motor rumfummeln, irgendwas machen. Ist jetzt vielleicht auch nicht so cool, wenn er irgendwo parkt und geht weg und dann macht da einer irgendeine Scheiße dran. Das stimmt natürlich. Aber man kann einfach besser dran schrauben und ich finde es einfach geiler, weil die Dinger, die fahren halt auch dann wirklich, wenn man es vernünftig macht, Freunde. Auf jeden Fall wird die Tage noch ein Video online kommen, wie ich einfach mal so ein bisschen preisgebe, wie ich dieses Ding warte, so über den Winter, Wartungsarbeiten durchführen. Oder was, ich sag mal, immer gemacht werden sollte oder wie man vielleicht mal so ein Gaskupplungs-Bremsstangenhebel oder ach, keine Ahnung, whatever, austauscht. Also das, was ich selber schon an der Maschine gemacht habe, das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Alle anderen Dinge, da könnt ihr mich auch gerne dann unter dem Video oder über Instagram anschreiben. Sehr viele von euch haben mir über Instagram geschrieben, yo, wie mache ich dies, wie mache ich das. Darum werde ich jetzt erstmal so ein fettes Around the Hercules Video hochladen dann, was man hier so alles dran theoretisch machen kann. Also beziehungsweise wie man Dinge repariert und was man vielleicht ab und an mal ölen sollte oder so, damit so ein Ding auch gut und lange erhalten bleibt. Meine hat, glaube ich, jetzt auch 15.000 Kilometer runter. Okay, man sieht es gerade nicht, weil die Tachonadel hier im Weg ist. Und wundert euch nicht, ich höre manchmal Musik während der Fahrt. Ja, ist langweilig sonst so ganz allein im kalten Winter durch die Gegend zu eiern. Ja, dieses Video nehme ich, glaube ich, gerade ein paar Tage vorher auf. Also wie gesagt, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mit diesem Around the Hercules. Aber nächste Woche im neuen Jahr, da wird sowas eventuell online kommen. Ich gebe mir Mühe, ich versuche das zeitlich alles hinzukriegen und dann auch so schnell wie möglich hochzuladen, damit alle Hercules-Besitzer oder an sich alle Mofa-Besitzer noch ein bisschen mehr Wissen in ihrer Birne haben über solche Dinger. Übrigens, Freunde, voll vergessen zu sagen, ich habe ja jetzt zu Weihnachten auch nochmal ein Geschenk bekommen. Das soll jetzt nicht angeberisch rüberkommen oder so. Samsung Galaxy S9 ist auch keine Produktplatzierung. Ich wollte es euch einfach nur mal kurz zeigen, beziehungsweise ich werde es jetzt auch nutzen, um mir in die Fresse zu leuchten, damit ihr mich vernünftig seht, weil es ist arschdunkel. Okay, da ist ein Auto, das sieht dumm aus, wenn ich mir jetzt mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchte. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Naja, ich glaube auf jeden Fall, es wird jetzt gleich mega dunkel, das sieht man vielleicht auch oben im Himmel schon und ja, darum werde ich jetzt gleich wieder heimfahren und dort mal weiter labern
Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, ich habe ein Samsung Galaxy S9 zu Weihnachten bekommen. Also wie gesagt, an der Stelle jetzt erstmal, ich wollte es nur mal zeigen. Also es soll jetzt nicht angeberisch rüberkommen oder so, überhaupt nicht. Aber falls ihr vielleicht mal Bock habt, da ich das hier mal ein bisschen so vorstelle oder so, dann lasst mich auch gerne mal wissen. Vielleicht können wir da mal so ein kleines Unboxing-Video machen, was das Handy alles kann, ob sich das lohnt für Leute, die ein neues Handy wollen oder so, die vielleicht überlegen, sich das zu kaufen oder nicht. Denn ich habe es jetzt einfach gekriegt, obwohl ich es mir nicht wirklich gewünscht habe, was natürlich auch mehr als gut ist. Und ja, Freunde, das Problem war einfach bei meinem Samsung Galaxy S6 Edge, war die Kopfhörerbuchse kaputt und die Ladebuchse hatte einen Wackelkontakt. Ja, das heißt, manchmal hat's Handy geladen, manchmal nicht und ich konnte so gut wie keine Musik hören, ohne nicht mindestens ein paar Kopfhörer zu schrotten. Darum habe ich mir eigentlich Bluetooth-Kopfhörer gewünscht, aber ja, stattdessen ein neues Handy gekriegt, denn jetzt kann ich auch wieder mit richtig geilen neuen Kopfhörern Musik hören, beziehungsweise die Kopfhörer, die dabei sind, Digga, die sind so laut, das glaubt ihr gar nicht. Naja, Freunde, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal wieder nach Hause. Ich wollte nur noch mal kurz vor die Tür, dass das, keine Ahnung, dass wir mal eine andere Location auch haben. Und, ja, ich denke mal, das Vlog wird jetzt auch nicht mehr so lang. Keine Ahnung, wir sehen uns zu Hause wieder. So, Freunde, jetzt zu Hause angekommen. Ich hätte an der Stelle das Vlog mal beenden, aber so sieht ein typischer Abend bei mir aus. Bis nachts um zwei Fortnite zocken und verstehen Sie Spaß im Hintergrund gucken mit irgendwelchen kleinen Kiddies. Ich muss noch ein bisschen mithören, wann die rausspringen. Darum, ja. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, lasst ein Abo da und ja, um einfach kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis bald. Ciao.